Herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Heute wieder mit einem besonderen Gast. Ich freue mich, dass er Dr. Bender wieder bei mir ist vom Endoprothetikzentrum im Landkreis. Ja, wir wollen heute ein Hauptgericht kochen, ein Lachsfilet auf Ofengemüse. Mhm. Ofengemüse habe ich ausgewählt, den Kürbis. Ich habe Karotten mitgebracht, rote Beete und den Fenchel. Unschlagbar. Ja. Was sagen Sie? Wunderbar. Passt gut. Der Fisch auch. Ist gut mit guten Fetten drin. Beim Fisch, das sagt er allgemein, Fisch wäre gesund. Stimmt schon, ja. Also es ist definitiv gesünder als jetzt das Schweinefleisch, aber es gibt schon noch bessere oder hochwertigere Fische und nicht so hochwertige Fische. Was früher unsere Eltern gerne mal gegessen haben, war Makrele, ist völlig out momentan, finde ich. Makrele ist out, aber es ist ein wunderbarer Fisch, vor allem was den Fettgehalt angeht. Und die richtigen Fette angeht, also Omega-3-Fettsäuren. Ich denke, das Verhältnis Omega-3-Omega-6 ist ja das Entscheidende bei der Geschichte. Ne? Und das ist zum Beispiel bei Makrele wunderbar. Es ist auch für den Lachs, stimmt das auch? Das ist auch in Ordnung. Also da haben wir schon mal den richtigen Fisch ausgesucht. Alles, was bunt ist an Gemüse, ist sowieso immer gut. Alles, was leuchtet, einen anstrahlt, hat gute Dinge in sich drin. Es gibt tausende von Inhaltsstoffen von jedem Gemüse und ich glaube, das möchten wir unsere Zuschauer nicht damit belästigen, dass sie lauter lateinische Wörter um die Ohren geworfen bekommen. Je bunter, desto besser, bleiben wir dabei. Genau, wir haben diese 10.000 sekundären Pflanzenstoffe, die Pflanzen eben enthalten, die alle so wertvoll sind für unseren Körper, dass wir sie nicht durch irgendwelche Supplemente ersetzen können, sondern wir müssen einfach schauen, dass wir sie in der natürlichen Nahrung zu uns nehmen. Aber jetzt starten wir mal. Ich würde Sie bitten, mal die Karotten zu schälen. Sie kriegen einen Sparschäler von mir. Von dem Kürbis nehme ich mal einen Teil ab. Ich habe hier den schönen Butternut-Kürbis. Mm. Vielleicht können Sie sich erinnern, bei unserem Kürbiskochen hatten wir den schon mal. Der hat den Vorteil, dass eben dieser ganze obere Teil nur Fruchtfleisch ist und keine Hohlräume und keine Samen drinnen sind. Einfach zuzubereiten. Auch den würde ich Sie schälen lassen. Um die rote Beete kümmere ich mich heute mal. Oh ja. Dafür ziehe ich auch den Handschuh an. Ich ziehe auch gerne zwei Handschuhe an zum Schälen. Die wären für mich zu klein. Es ist gut, dass Sie das machen. Ja, schauen Sie. Anscheinend sind meine Hände über Weihnachten aufgeschrumpft. Aufgegangen. Gewachsen. Man nimmt ja nicht an den Feiertagen zu, das ist Ihnen klar, ne? Das sind die 364 Tage dazwischen. Ja, genau, die sind es eigentlich. Also wer zu Weihnachten versucht zu sparen, was er das Jahr über nicht getan hat, der ist ein bisschen spät dran. Ja, ich denke auch. Essen soll immer Genuss sein, soll Spaß machen, aber es ist halt die Kunst, zur richtigen Zeit das Richtige auszuwählen. Ich denke, wenn ich erst die Anzeichen im Körper habe, dass ich Entzündungen habe, dass Gelenkschmerzen auftreten, da muss man einfach anfangen, dagegen zu steuern. Und man kann am Anfang einer Erkrankung, ich bin da richtig mit Ernährung schon ganz schön viel machen. Ernährung und Bewegung sind meiner Meinung nach das Ausschlaggebende, dass die Krankheit nicht ungehindert fortschreiten kann. Definitiv, also Bewegung als A und O sowieso, denn der Knorpel, das ist ja die überzogene Fläche Ihrer Gelenkoberflächen, ist nicht durchblutet, hat keine eigenen Blutgefäße und wird leider nur dadurch ernährt, dass sie die richtigen Stoffe zu sich nehmen und dann über den Blutberg bis in die Kapsel bringen. Und da müssen die dann vom Knorpel einmassiert werden und das geht quasi nur durch Bewegung. Wenn sie keine Bewegung haben, wird auch vollkommen intakter Knorpel irgendwann Schaden nehmen. Also das müssen sie auf jeden Fall tun. Dann gibt es so ein paar Dinge, die Sie vielleicht vermeiden sollten zu essen, weil sie für Ihre Gelenke nicht so günstig sind. Also es ist, oft spricht man davon, Arthrose ist vererbt. Das ist also was, was man von der Familie über längere Zeit schon mitbekommen hat. Aber man kann natürlich wirklich durch Überwindung des inneren Schweinehunds meiner Meinung nach schon sehr viel noch Gutes bewegen. Ja, dazu gehört natürlich auch, dass Sie die richtige Nahrung zu sich nehmen. Sie hätten es gerne als Scheiben? Ja, die Karotten als Scheiben. Also die richtige Nahrung zu nehmen und zu sich nehmen. Und selbst gekocht ist immer gesünder und besser
als Fertigware. In den Fertigprodukten sind sehr viele Dinge enthalten, die nicht so gut für den Körper sind, sondern eher eine Art Rose befeuern, anstatt sie zu lindern oder vielleicht ihnen den Schmerz zu nehmen. Sie können durch die falsche Ernährung Schmerzen in ihren Gelenken quasi noch deutlich verschlechtern. Ganz nebenbei, je hochraffinierter das Essen ist, das heißt nicht, hat nichts mit Raffinesse zu tun, sondern Verarbeitungsgrad, umso mehr nicht so schöne Sachen sind in diesem Essen drin. Je kalorienträchtiger ist dieses Essen und je ungesünder ist das Essen. Und wenn wir über die schlechten Dinge reden wollen, was die Arthrose am meisten befeuert, dann ist es die Arachidonsäure zum Beispiel, die in Fleisch enthalten ist, ganz besonders in Schweinefleisch. Und ganz besonders auch in Wurstwaren, alles Dinge, die wir gerne essen und die Spaß machen, aber die, wenn man Arthrose hat oder auf dem Weg dorthin ist, ungünstig sind. Oder wenn man einen akuten Schub hat, dann nennen wir das dann aktivierte Arthrose, wo es besonders weh tut. Es gibt ja immer mal wieder, wer eine Arthrose hat, weiß das. Da hat immer mal wieder so Phasen, wo es ganz besonders schlecht ist. Und wenn Sie dann noch die falschen Nahrungsmittel zu sich nehmen, dann wird es noch schlechter und Sie wundern sich, warum das nicht besser wird, sondern das haben Sie selbst in der Hand. Und das ist etwas, das können Sie selbst bestimmen. Also Sie können selbst Einfluss drauf nehmen, brauchen Sie keinen Doktor zu, können Sie selbst machen, aber genau das ist auch der Punkt, ja? Man muss es selbst machen. Ja. Und das ist das Schwierige. Mal zu akzeptieren, dass man selbst vieles in der Hand hat und nicht die anderen. Das ist genauso wie Physiotherapie. Ja, Physiotherapie ist als Anwendung wunderbar, aber sie lebt natürlich davon, dass sie es zu Hause regelmäßig jeden Tag selbst tun. Nur dann haben sie davon einen Effekt. Und dann können sie auch sehr, sehr, sehr lange ohne jemanden wie mich, der operativ tätig ist und künstliche Gelenke einbaut, zurechtkommen. Das ist ja eigentlich unser aller Wunsch, dass wir möglichst lange gesund und ohne fremde Hilfe leben können. Ja. Ich denke, und da muss man eben bei Zeiten anfangen, was dafür zu tun. Und wir haben einfach so viele frische, tolle Lebensmittel, dass man wirklich auf dieses vorproduzierte gut und ganz verzichten kann. Und was man nicht vergessen darf, ist meiner Meinung nach auch den Müllberg, den wir hinterlassen durch diese... Ja, wir schädigen auch die Umwelt, indem wir ein Fertigprodukt nach dem anderen kaufen, das gut verpackt ist. Es darf ja nichts neben dem anderen liegen, dass es auf keinen Fall irgendwo kontaminiert wird mit irgendwas. Also wir produzieren Müllberge ohne Ende und hätten, ja, was wir hier heute haben. Ja, man kann es unverpackt einkaufen, man kann den Kürbis unverpackt lagern. Und wir haben hinterher im Kompost Stoffe, die wir unserem Gartenboden wieder zuführen können, die dann auch wieder in der Kreislaufwirtschaft sind. Und, darf man ja nicht vergessen, das sind alles Nahrungsmittel, wenn Sie es richtig machen. Die können Sie jahreszeitlich variieren. Wir haben keine lange Anlieferung und haben dadurch eine unglaublich tolle CO2-Bilanz. Das auf jeden Fall. Darf ich es dazugeben? Dürfen Sie gerne dazugeben. Ich gebe noch 3 Esslöffel Olivenöl mit dazu. Beim Olivenöl oder überhaupt beim Öl. Olivenöl ist ja, wie unser deutsches Rapsöl auch, ein Öl mit der fast idealen Fettsäurenzusammensetzung, nur getoppt vom Leinöl. Ja. Aber das muss man halt mögen. Das muss man mögen. Ich sage immer, das Beste am Leinöl ist, wenn es verdorben ist, kann man noch die Möbel damit einreiben. Ja, das ist gemein, ich weiß, aber Olivenöl und Rapsöl liefern uns eigentlich ja, ähnlich gute Fettsäurenzusammensetzung. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass Sie Ihr Öl abmessen. Man darf nicht vergessen, so ein Esslöffel hat so ja, oft 12 Gramm Öl, das da drauf ist. Und ein Gramm Fett oder Öl hat ungefähr 10 Kilokalorien. Also dann hat man hier auf dem Handgelenk schon mal schnell 200-300 Kilokalorien zu viel, die man eigentlich für den Genuss auch gar nicht braucht. Und die uns hinterher nur irgendwo als Hüftgold hängen bleiben, das auch unsere Gelenke wieder schädigt dann. Ja. Ja. Das ist schon richtig. Also es gibt eine ganz harte Wahrheit, die sage ich immer sehr ungern. Mache ich immer dann, wenn Menschen sagen, ich esse ja praktisch gar nichts. Und man sollte sich mal aufschreiben über den Tag, was man tatsächlich zu sich nimmt. Nicht immer hat es was mit Essen zu tun. Auch Getränke haben unglaublich viele Kalorien und vor allem verdammt viel Zucker, was wir heute zu uns nehmen. Auch die Fertigprodukte haben
häufig verdammt viel Zucker, mit sehr hohen Kalorienzahlen, sehr komplex. Und die harte Wahrheit, die ich noch gerade eben noch nicht verraten habe, wenn Sie jeden Tag 20 Kalorien mehr nehmen, zu sich nehmen, als Sie selbst verbrauchen, 20 Kalorien, das ist nichts, haben Sie in einem Jahr 1 Kilo zugenommen. Also denken Sie dran, 20 Kalorien pro Tag zu viel, 1 Kilo im Jahr, 15 Kilo in 15 Jahren. Und wenn man mal davon ausgeht, dass die wenigsten nur 20 Kalorien pro Tag zu sich zu viel nehmen, ja, es ist das berühmte Beispiel, so ähnlich kenne ich es halt mit dem Bier. Jeden Tag ein Weißbier zu viel macht pro Jahr dann, glaube ich, 5 oder 6 Kilo aus. Das habe ich nicht ausgerechnet. Aber so ungefähr kommt es hin. Sie können es reduzieren, wenn Sie alkoholfreies Hefeweizen trinken. Ja, aber auch da darf man sich nicht in die eigene Tasche lügen. Auch da hat man trotzdem Getränke mit Kalorien, die man zu sich nimmt. So, unser Ofengemüse ist soweit fertig. Das heißt, der Ofengemüse mit Lachs. Mhm. Aber Lachs hat natürlich eine ganz andere Garzeit als das Ofengemüse. Darum kommt unser Ofengemüse jetzt mal in den Ofen rein und fängt an zu garen. Bei wie viel Grad machen wir das? Bei 200. 200 Grad. Wie lange bleibt es dann drin? Es ist schwierig zu sagen, denn es hängt immer davon ab, wie groß es geschnitten haben und wie hoch das Gemüse übereinander liegt. Mhm. Also wenn Sie kleinere Auflaufformen haben, wo die Schicht vom Gemüse höher ist, dauert es natürlich länger. Das sollte man auch zwischendurch mal durchrühren, dass es gleichmäßiger gart. Und mal reinstechen und probieren. Und einfach mal probieren. Das ist gut für den Koch. Jeder hat, denke ich, so andere Vorlieben und jeder hat ein anderes Mundgefühl, was für ihn bissfest ist und was für ihn gut ist. In dem Moment raustun, wo es Ihnen schmeckt. Damit es dann passt, habe ich hier den Lachs noch da. Mhm. Mal tiefgefrorener Lachs, und was jetzt wichtig ist bei allem Fisch, dass man den säuert. Vielleicht haben Sie früher mal gelernt, die 3S-Methode, säubern, säuern, salzen. Wir machen heute die 5S-Methode, schon seit längerer Zeit in der Küche, säubern, säuern, stehen lassen. Das ist ganz wichtig, denn durch die Säure denaturiert das im Fisch enthaltene oder reichlich enthaltene Eiweiß. Der Fisch hat hinterher einen Stand. Er wird nicht labbrig, er blutet ihnen nicht aus. Er hat einfach durch die Veränderung des Eiweiß, blättert das so schön auf und bleibt knackig, bleibt ja nicht der Fisch, aber einfach bissfest. Sie können nie zu lang säuern, da passiert Ihnen gar nichts. Aber in dem Moment, wo dann Salz hinkommt, müssen Sie den Fisch sofort zubereiten. Das ist das 5. S. Also salzen und sofort zubereiten. Mhm. Salz zieht Wasser an sich. Die Fischzellen, die ja wenig Bindegewebe haben, platzen auf. Das Zellwasser, die Zellflüssigkeit will zum Salz und dadurch blutet Ihnen der Fisch aus. Darum sollte man entweder salzen und sofort zubereiten oder noch besser erst nach dem Zubereiten kurz übersalzen. Da ist Portionier da vorne dran, da geht es auch so. Ich gebe jetzt den Zitronensaft auf den Fisch und dann lassen wir noch mal stehen. Und wenn unser Ofengemüse soweit ist, dann braten wir den Fisch an. Wird nur ganz kurz im heißen Öl angebraten von beiden Seiten. Deckel drauf, dass er durchzieht. Nicht mehr, also unter keine starke Hitze mehr, dass er wirklich nur noch durchzieht. Und wird dann zu unserem Ofengemüse serviert. Oder freue ich mich jetzt dann schon drauf? Ja, ich mich auch. Hunger hätte ich. Auch dieses Gericht ist uns wieder hervorragend gelungen. Unser gebratener Lachs auf Ofengemüse. Da bleibt uns nur noch eins. Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit. Und kochen Sie es bald nach.